Soweit die Geschichte. Am Anfang suchte Tod den Krähenvater. Doch was er fand, war weit mehr. Ein Geheimnis, längst vergessen. Ein Weg zu einer anderen Welt. Das finde ich übrigens sehr schön und herzlich willkommen zurück hier zu Darksiders 2. Ich habe gerade diverse Soundchecks gemacht, weil sich die Lautstärke immer wieder verstellt. Leider, wenn man das Spiel beendet. Deswegen musste ich das Ganze anpassen. Ja, das sollte jetzt, denke ich mal, so passen. Und wir machen einfach mal weiter. Ich habe natürlich die Steuerung komplett wieder vergessen. Zum Glück gibt es immer noch die Hinweise. Ich glaube, hier war irgendwas mit Sprint. Oh, Ladevorgang. Ha. Jetzt bin ich ja mal neugierig. Ich meine, da gibt es dann Gegner. Das ist ja schon mal keine schlechte Idee. Man konnte anvisieren. Das habe ich natürlich wieder vergessen, wie es war. Oh, also. Fetz, fetz, fetz. Okay, hier scheint es sehr, wie sagt man, vulkanös zu sein. Aua, wo war Ausweichen eigentlich nochmal? Da war Ausweichen, alles klar, das habe ich gefunden. Wenn ich mich recht entsinne, jetzt muss ich erstmal gucken, was war das? Oha. Das verbraucht doch bestimmt irgendeine Art von... Was zur Hölle? Ich muss erstmal meine ganzen Fertigkeiten suchen und sowas. Fähigkeiten. Ich muss mich da wieder reinfinden. Das ist total... Total nicht einfach. Was haben wir denn da? Das ist alles schlechter. Sind das alte Sachen? Das... Nee. Anlegen. Das ist ja gar nicht neu. Das ist nur... Wahrscheinlich jetzt gerade neu. Egal, ich gucke mir das alles kurz an, damit ich... Das habe ich an, nehme ich an. Waisentalisman. Ne, den habe ich schon an. Wunderbar. Und Seite des Buchs der Toten, das waren die Seiten, die wir verkaufen konnten. Das weiß ich noch. So, Teleportschlag. Ich glaube, das hatte ich geskillt. Startet einen Sensenangriff. Dass sie Feuer fangen. Cool. Nekromant. Ruft Ghule aus den Gräbern. Todesbote. Ja, jetzt weiß ich auch wieder nicht, ob man sich auf einen Skillbaum konzentrieren muss. Oder nicht. Nekromantie ist natürlich immer eine tolle Sache. Ich bin da immer sehr, 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 sehr dafür. Allerdings glaube ich, dass ich auch mal auf die Ich-fetz-alles-weg-Schiene gehen muss. Ich will das kaufen. Einfach, weil ich es kann. Was macht denn das? Unentrinnbar. Bei allen Feinden, die getroffen werden, besteht die Chance, durch Frost verlangsamt zu werden. Oh, alles coole Sachen. Okay, das war also hier. Alles klar. So, das war Ausweichen. Und dann habe ich hier diesen Skillbaum. Da ist der Trank, da ist der Trank. Alles klar. Da sollte ich mich relativ schnell wieder dran gewöhnen können. Hüppidi hüpp, hüppidi hüpp. Hallo du. Ich muss dich Teleport schlagen. Wo ist er denn? Der lebt immer noch. Der scheint mir nicht so effektiv zu sein, der Teleportschlag. Obwohl ich den eigentlich sehr hübsch finde. Aber er zieht mir ganz schön das Mana weg. Vielleicht muss ich ihn einfach noch weiter skillen und dann ist das Ganze, sieht das Ganze vielleicht schon wieder ein bisschen anders aus. Aber ausweichen sollte man auch ab und zu mal. Aber wozu ausweichen? Huch. Ja. Das war natürlich geplant. Nicht. Wo ist er hin? Habe ich den tot gemacht? Mit meinem Pferd?
Das muss ich mir in der Aufnahme nochmal angucken. Das hat mich jetzt verwirrt. Da gibt es bestimmt irgendwas. Einfach, weil es nicht der Weg ist. Deswegen muss ich da lang. Rumpel, rumpel, rumpel. Hallo. Hey, du. Ach. Ich drück immer, wirklich immer die falsche Taste zum Ausweichen. Ich weiß nicht, warum. Hüppidi hüpp. Ich habe auf jeden Fall meine Lieblingswaffe gefunden. Hey, du. Ach Mist, da hätte ich finishen können. Verdammt. Schade eigentlich. Aber ich bin viel mehr heiß auf irgendwelche Truhen oder sowas. Die es hier aber nicht zu geben scheint. Schade. Oh. Oh. Kann ich hier runtertauchen? Wie war tauchen? So war tauchen. Ich meine, ich bin ja tot. Ich kann ja... Hab ja ewig Luft eigentlich. Ach, guck mal da. Guck mal, was wir da haben. Die Steuerung unter Wasser ist wirklich nicht ideal. Muss man dazu sagen. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ach, guck mal, ein Trühchen. Das ist schön. Hüppidi-hüpp. Woanders hüppidi-hüpf machen. Wunderbar. Was ist das? Was ist das da? Ich möchte da hingucken. Das Steinchen da. Was ist das? Das wüsste ich gern. Oh Gott, wie war das? So? Ah. Wunderbar. Gefunden! Lauter Dinge. Nehm. Das nehme ich. Ich nehme alles. Was ist das da oben? Ich kann leider auch da nicht hinschlagen oder so. Also ich kann damit jetzt im Moment auch nichts anfangen. Aber vielleicht werde ich ja noch erleuchtet durch irgendwas oder irgendwen. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder ein bisschen an die frische Luft. Außerhalb von diesen Kluften und Gruften. Oh, ich habe ein Secret gefunden. Ah, ich freue mich. Dafür mag ich solche Spiele. Einfach Secret, Secret. Wo musste ich lang? Da musste ich lang. Naja, dann gehe ich doch mal da lang. Eigentlich würde ich ja voll gerne noch ein bisschen kämpfen üben, weil ich das alles verlernt habe. Aber hier scheinen... Doch, da sind noch so... Da ist noch so ein Ding. Hey, du! Jetzt drücke ich... Oh, ich hätte schon wieder finishen können. Ah, komm, den machen wir noch. Den machen wir noch. Den muss ich jetzt... Einen muss ich noch finishen. Den hier. Den hier, den will ich. Nee. Da war nichts. Von wegen Finisher. Naja, gut. Wir wollen sie nicht unnötig in die Länge. Naja, komm, den einen noch. Den können wir noch machen. Den können wir noch. Den hier. Ich nehme alles mit. Und wenn ich es nur verkaufe später. Was ist denn das da? Ach, das ist noch so einer. Komm, den können wir noch machen. Also den können wir noch machen. Naja, da war wieder nichts mit Finishen oder so. Naja gut, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg und machen ein bisschen weiter. Hä? Ist der schon wieder neu? Gibt's ja nicht. Hüpp. Jetzt achte ich mal drauf und jetzt kommt das nicht mehr mit dem Finishen. Also, da ist dann immer ein rotes B.
was auf meinem Controller halt auch genauso aussieht. Aber da scheint sich die Mechanik nicht so für zu interessieren, wann ich das möchte und wann die Mechanik das möchte. Hallo, jemand zu Hause? Kiste! Kiste will ich. Kiste ist cool. Hüppeli hüpp, hüppeli hüpp. Hüppeli hüpp. Zack. Zack. Nam 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 nam. Hüpf. Nee, runterfallen lassen möchte ich mich. Runterfallen. Runter. Danke. Kiste. Was ist das? Neue Sense. Die möchte ich bitte ausrüsten. Ach nee, die Tasse. Die Tasse hier. Zack, ausgerüstet. Die macht mehr Schaden, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehen die auch anders aus? Jau. Ich muss alleine gehen. Naja, von mir aus. Oh, das war knapp. Mensch, aber ich bin tot. Mir kann keiner was. Jetzt kann ich wieder. Aufmounten, könnte man sagen. Ja. Schneller, schneller. Storyline, los. Bisschen Hektik machen hier. Panik, Panik. Oh, Vulkan, cool. Ob da ein Feuermonster drin sitzt? Eismonster hatten wir ja schon. Jetzt kommen bestimmt Feuermonster. Hallo. Oha. Freund oder Feind? Ich hab's geschafft. Hab das gesehen. Ja, ich hoffe, ihr habt alle gesehen. Habt da. Aua. Boah, das sind ganz schön... ganz schön viele. Und die treffen irgendwie auch immer. Weg! Weg! Weg, 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 weg! Es ist wahr! Ein Reiter ist ins Reich gekommen. Nicht noch einer. Du bist ein Nephilim. Trägst den Namen Tod. Wie bist du hierher gekommen? Ich bin falsch abgebogen. Wie es scheint, bin ich hier mit euch gestrandet. Wenn du den Kessel suchst, solltest du wissen, dass er vor langer Zeit dem Verderben anheimgefallen ist. Tief in der Erde kann ich aber noch das Feuer brodeln spüren. Ich werde es versuchen. Du bist anders als die anderen. Deine Augen sind weniger freundlich. Das Gleiche könnte ich von dir sagen. Die Leute hier nennen mich Bub oder Junge. Aber ich bevorzuge meinen echten Namen. Karn. Dann also Bub. Wie du willst. Ist mir egal. Warum entfacht ihr das Feuer nicht selbst wieder? Zu genau diesem Zweck bin ich hierher gekommen. Hab mir gedacht, ich ziehe den Korken und bin der Held. Aber der Kessel ist ordentlich versperrt. Der Weg dorthin vom Feuer verschluckt. Du siehst jedoch fähig aus. Vielleicht findest du einen Weg. Ich warte hier und bewache den Eingang. Okay. Stelle das Feuer des Berges wieder... Oh. Ach, er hat uns die Tür geöffnet. Ja, dann... wollen wir doch mal. Klopf, klopf. Gegner, 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 Gegner. Kann man das kaputt machen? Natürlich kann man. Jetzt ein Süppchen. Was ist das? Das macht irgendwelche Türen auf.